Beim vierten Tauchgang, diesmal mit Kamera, ließen wir uns wieder in der Lagune über Bord fallen. Und die Strömung trug uns dann in Richtung offenes Meer durch den Lobster Canyon. Fast aus jedem Loch starrte uns ein mehr oder weniger großer Lobster neugierig an. In einer Tiefe von 26 Metern und einer Wassertemperatur von 27 Grad hatte ich 40 Minuten lang an diesem ruhigen Tauchgang. Circa 30 Minuten Fahrt mit dem Boot Richtung Norden waren wir wieder an dem Einstieg zum Belmare Pass. Für den fünften Tauchgang ließen wir uns wieder innerhalb der Lagune über Bord fallen und wurden auch sogleich von der Strömung ins offene Meer getragen. Viele größere Fische konnten wir hier bestaunen. Nur die drei Adlerrochen vom zweiten Tauchgang ohne Kamera waren natürlich nicht zu sehen.
der Insel nach Grand Bay. Hallo, morning. Am Strand wurde die Ausrüstung auf ein Boot verladen und dann fuhren wir ca. 15 Minuten auf das Meer hinaus zum ersten Dive Spot. Hier erwarteten uns in 25 Metern Tiefe zwei kleinere Wracks, die aber teilweise schön bewachsen waren und so von vielen Fischen als Domizil angenommen wurden. In den herumliegenden Autoreifen wohnte fast in jedem eine armdicke Muräne. Die 39 Minuten im klaren und warmen Wasser waren sehr angenehm und man konnte unter anderem außer vielen Weichkorallen große Feuerfische, zwei Steinfische und im Freiwasser große Schulen von Makrelen bestaunen. Danach fuhren wir zurück zum Strand, um einige andere Taucher dort abzusetzen. Und nach einer kurzen Pause wieder hinaus zum zweiten Divespot, zu meinem 7. Tauchgang. Der 7. Tauchgang fand an einem 1981 gesunkenen Fischtrawler statt. Dieser lag hier fast aufrecht in ca. 25 Metern Tiefe auf dem Sandgrund und war auch schön bewachsen und bewohnt. Thank you.
Der Tauchgang dauerte insgesamt 47 Minuten und endete mit dem Gleiten in einer leichten Strömung über einen teilweise noch wirklich schönen Korallengarten. Nach einem schmackhaften Mittagessen, welches im Preis inbegriffen war, fuhren wir an die Ostküste zur Basis im Hotel Lococo Beach zurück. Unter Tauchsafari verstand man hier auf Mauritius die Fahrt mit dem Pickup vom Osten in den Norden und das Mittagessen nach dem Tauchgang. Somit war das Tauchen abgeschlossen und nach gründlicher Spülung mit Süßwasser trocknete das Equipment auf dem Balkon bei sehr schönem Wetter ruckzuck.